Samsung Galaxy A20e oder Galaxy A40. Welches Produkt ist besser? Ein würdiger Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das Galaxy A40 deutlich mit 55 zu 49 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 0,4 mm dünner, 2,8 mm kürzer, 0,3 mm schmaler und 7% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm ist das Galaxy A40 mit 59 zu 31 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 48% höhere Pixeldichte, 2,2-fach höhere Auflösung, 1,7% größere Bildschirmgröße, besitzt bruch- und kratzfestes Glas und OLED bzw. AMOLED-Bildschirm. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das Galaxy A20e deutlich mit 85 zu 76 Punkten. Das Galaxy A40 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 16,8% schnellerer Prozessortakt, 1 GB mehr Arbeitsspeicher, 32 GB mehr interner Speicher und 23% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Galaxy A40 eindeutig mit 59 zu 48 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 16,7% mehr Megapixel der Hauptkamera, 3,1-fach mehr Megapixel der Frontkamera, 10,5% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Audio. In der Kategorie Audio sind beide Smartphones ebenbürtig mit 58 Punkten. Es gibt hier keine größer abweichenden Merkmale. Akku. In der Kategorie Akku ist das Galaxy A20e mit 63 zu 57 Punkten deutlich vorne. Das Galaxy A40 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 3,3% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das Galaxy A40 mit 83 zu 78 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: zweifach schnellere Downloads, hat Wi-Fi 5 Verbindung, 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, dreifach schnellere Uploads und unterstützt ANT+. Ergebnis. Mit 55 Punkten schlägt das Samsung Galaxy A40 in der Gesamtwertung sehr knapp das Samsung Galaxy A20e mit 53 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.